Ja, hallo Freunde der Werkstatt. Heute geht es um diese 11 Kilowatt Wallbox von Daolar, wie man die anschließt und was man mit der App machen kann. Und alle weiteren Informationen findet ihr hier in diesem Video. Ich habe diese Wallbox bei Daolar gefunden. Den Link packe ich euch auch noch in die Beschreibung rein. Mitgeliefert ist diese 11 Kilowatt Wallbox. Sieht schön aus vom Design. Wir haben einen CEE 16 Ampere Anschlussstecker und einen Typ 2 Stecker. Außerdem wird so ein Mikrofasertuch mitgeliefert und eine Montageplatte. Ich habe die Wallbox mal provisorisch auf dieses Holzbrett geschraubt, denn ich muss zuerst noch eine Leitung legen, bis ich da hinten bin. Und das mache ich dann lieber im Frühling. Es ist mir momentan zu kalt. Die Wallbox wird danach einfach mit den drei mitgelieferten Schrauben auf die Montageplatte geschraubt und dann wäre die Installation schon abgeschlossen. Als erstes öffnet ihr mal euren App Store und sucht nach der App Smart Life. Dann Smart Life installieren und anschließend öffnen. Nun klickt ihr euch hier durch, jetzt ausprobieren drücken. Dann registrieren, ihr müsst da E-Mail angeben und dann noch ein Passwort erstellen, um euch anzumelden. Nun ist die App installiert. Oben rechts drücken wir auf Gerät hinzufügen. Wir müssen zuerst Bluetooth und Standort einschalten. Jetzt sucht er unsere Wallbox. Jetzt verbinden wir unsere Wallbox noch mit unserem WLAN. Müssen wir das Passwort eingeben von unserem WLAN-Router. So, wir sind verbunden. Fertigstellung. Und das ist nun die App unserer Wallbox. Smart Life funktioniert übrigens auch mit anderen Geräten, welche über Tuya gesteuert werden können. Zuerst stelle ich mal den Ladestrom ein, den kann ich zwischen 6 und 16 Ampere auswählen. Ich habe nun 6 Ampere ausgewählt und jetzt starten wir mal den Ladevorgang. Jetzt lade ich noch mit 16 Ampere, das wird hier auch wieder so angezeigt. Funktioniert alles wunderbar. In Smart Life kann ich da auch noch Szenen erstellen. Habe ich mich aber noch gar nicht so drum gekümmert, was man da alles einstellen kann. Gehen wir nochmals auf unser Ladegerät. Ich kann hier den Lademodus einstellen, und zwar verzögert das Laden. Jetzt kann ich dem zum Beispiel sagen, in 5 Stunden soll der anfangen zu laden. Das wird dann auch so angezeigt auf dem Bildschirm. Auch wenn ich die Stromstärke ändere, zeigt es mir das sofort auf dem Display an. Übrigens, der grüne Schalter hier ist nicht um das Laden zu starten, sondern um die Wallbox einzuschalten. Wir nehmen zuerst alle Veränderungen vor und dann schalten wir auf ein. Und erst dann stecken wir den Stecker ins Fahrzeug. Das funktioniert übrigens auch ohne Wi-Fi und ohne ein Telefon, habe ich versucht. Man stellt einfach die gewünschten Einstellungen ein und dann wird der grüne Schieber nach rechts gezogen und dann ist alles so gespeichert. Und wenn ich das nächste Mal das Auto laden will, kann ich einfach nur einstecken und dann geht's los. Wenn man kein Handy dabei hat, kann man das Laden über das Auto beenden oder man kann hier auf der rechten Seite diesen Knopf drücken. Was kann ich sonst noch machen? Hier auf Datensatz. Ich kann verschiedene Mitglieder programmieren mit einem eigenen Icon. Dann sehe ich, wer hat was geladen und wann. Ich kann hier auf Leistung. Da kann ich pro Tag, pro Monat oder pro Jahr schauen, was ich geladen habe damit. Dann gehen wir unten noch auf Einstellungen. Da könnte ich eine Rechnung, Gebührenrechnung exportieren.
Und hier natürlich der Ladestrom, das haben wir ja vorhin gesehen. Ich bin da auf de.dalar.com. Die haben verschiedene Wallboxen. Ich habe diese hier, die 11 Kilowatt. Gibt es 5 oder 10 Meter Kabel, 11 oder 22 Kilowatt. Hier gibt es noch einen Regenschutz und einen Halter für den Stecker. Der ist nicht inbegriffen. Muss ich mir selbst noch was bauen. Aber das Kabel kann man auch schön über die Wallbox legen. Preis ziemlich günstig, 300 Euro. Da werden die beiden Wallboxen verglichen. Hat Felderstromschutz Klasse A und das andere Modell Schutzklasse B. Da erkläre ich euch nachher noch, was das genau bedeutet bei der Installation. Deshalb ist das andere Gerät auch etwas teurer. Wenn es euer Auto unterstützt, könnt ihr auch einphasig laden bis 3,5 Kilowatt. Es ist CE und ROS zertifiziert. 2 Jahre Garantie. So, Freunde der Werkstatt, wir leben ja in einem Land, welches so ziemlich die strengsten Vorschriften haben, was Elektroinstallationen angeht. Bei uns dürfen Installationen bis zur Steckdose nicht vom Privaten durchgeführt werden. Und das ist auch gut so. Ich bin selber gelernter Elektriker und weiß, wie so etwas geht. In diesem Fall hat die Wallbox keine integrierte Schutzfunktion, welche glatte Gleichströme größer oder gleich 6 mA erkennt. Das ist aber kein Problem, denn für diesen Fall gibt es RCDs Typ B oder Typ A EV. Punkt 1. Die Installation braucht einen eigenen Stromkreis. Das ist bei uns Gesetz und Norm. Zuerst kommt der RCD, entweder hier ein Typ A EV oder ein Typ B. Dann kommen die MCBs, das sind die Sicherungen, und dann wird das Kabel hier angeschlossen. Ein RCD Typ B ist schweineteuer, da reden wir ungefähr von 400 Euro. Genau deshalb wurde der Typ A EV entwickelt. Die werden immer günstiger, sind aber immer noch einiges teurer als ein normaler Typ A. Deshalb hat Dalar wahrscheinlich auch dieses Produkt hier, das kostet ein bisschen mehr. Und so wie es aussieht, hat diese Wallbox diese Schutzfunktion integriert. In diesem Fall könnt ihr hier einen ganz normalen, günstigen Fehlerstromschutzschalter Typ A einbauen. Es gibt auch noch ganz viele andere Vorschriften. Zum Beispiel dürft ihr vor einem Typ B keinen Typ A verbauen. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, ich mache demnächst ein komplettes Video über die elektrische Installation einer Wallbox, über die Verdrahtung des Sicherungskastens, die RCDs, die MCBs, Querschnitte und Länge der Kabel. Und zwar nach unseren gültigen Vorschriften. Und nicht so, wie manche möchtegern Elektriker irgendeinen Müll erzählen, der unter Umständen sogar lebensgefährlich sein kann. Also Freunde, wenn dieses Video für euch informativ war, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Das ist absolut gratis und hilft mir extrem. Oder abonniert meinen Kanal, damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein oder schaut mein nächstes Video. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.